Willkommen zu unserer Vorstellung über den Mindesthaltbarkeitsscanner. Von mir, Nick, und ich bin das erste Mal bei JugendTech dabei. Ich bin Farhan und das ist mein zweites Mal. Ich bin Tanmay, 11 Jahre alt und bin das erste Mal bei JugendTech dabei. Und ich bin Yoshi und ich ist auch das erste Mal für mich. Also das Problem, Menschen kaufen oder essen keine abgelaufene oder sogar fast abgelaufene Lebensmittel. Also wollen wir Ingame-Belohnungen in Form von Punkten ihnen geben. Es ist eine Win-Win-Situation. Okay, wie funktioniert das eigentlich? Also erstmal muss jeder einen Account machen und dann gibt man den Mindesthaltbarkeitsdatum ein von dem Produkt, den man essen oder sowas machen will. Dann bekommt man Punkte, je älter das Produkt ist. Es hat aber auch ein Limit, dass damit Leute keine verschimmelten Produkte und sowas essen. Und dann kann man Punkte einlösen, wenn man Spiele spielen will. Ja, und jetzt kommt eine Live-Demo. Hier kommt man auf die Webseite drauf, wenn man sich das erste Mal also halt anmeldet, wie zum Beispiel halt mit Benutzername und Passwort. Ja, mit Benutzername Alpaka und mit dem Passwort 12345. Das sollte man jetzt vielleicht nicht verwenden, aber ja. Dann kann man hier das Mindesthaltbarkeitsdatum einstellen, wie zum Beispiel, ja. Irgendein Datum. Ja. Dann kann man es eingeben und bekommt dafür 10 Punkte und hat jetzt insgesamt ja auch 10 Punkte. Jetzt kann man auf Home gehen, dort auf Spiel gehen und dann kann man bis jetzt erstmal nur Codebreaker das Spiel spielen. Mit 10 Punkten. Ja. Jetzt funktioniert es nicht mehr, da wir keine Punkte mehr haben. Ja, und dann kann man sich noch abmelden. Und das war's auch schon. Nein. Aus der Demo. Okay. Wir haben das vergessen. Ich habe dieser Code programmiert, um die Tage zum Mindesthaltbarkeitsdatum zu wissen. Und wir haben auch ein Beispiel. Zeig mal. Genau. Schreibt man rein irgendein Datum. Genau, zum Beispiel 5.10.21 und dann bekommt man 6 Tage, also das heißt, ist nur 6 Tage alt und damit kann man auch Punkte belohnen. Danke fürs Zuhören.